So, jetzt haben wir die Schatzinsel mit Wendy hinter uns. Jetzt gehen wir zurück in die Wüste, wo der Lila Farb schon eingefärbt hat. Müsste eh hier sein, glaube ich. Ich habe ein Bistro-Oase da, ja. So, jetzt gehen wir mal zu dem Riesenloch dahin. Der große farblose Fleck war in Wirklichkeit ein riesiges Loch. Wer hätte das gedacht? Ich hoffe, das ist dem Gastro-Guru, der da gegessen hat, gut geht. Geht's uns auch mit rein? Uff, hier weht ja eine ziemliche steife Brise. Oh nein, ich werde weggesehen. Blasen wir das. Ja, Fabsi, der Host-Modus ist das. Streamer können sich gegenseitig hosten, das heißt, wenn mich eben hostet und man geht auf seinen Kanal, dann sieht man mich. Mehr heißt das gar nicht. Der Eimer ist weg. Ich hab keine. Scheiße. Braucht erst Fabian wieder. Nein! Mist! Ja, genau so, Fabsi. Wenn man jetzt auf deinen Kanal geht, dann sieht man mich und kann auf mich klicken. Okay, ich habe jetzt keinerlei Farbe mehr, weil Fabian bewusstlos ist. Verkackt. Ne, ich habe den letzten Sprung verkackt. Das darf doch nicht wahr sein. Ne? Ach komm. Und jetzt springe ich mit dem normalen Schuh rauf auf Stacheln. Ich bin so ein Idiot. Hä? Das darf doch mal gar nicht gehen. Das kommt mir jetzt ein bisschen komisch vor, aber gut. Gerade noch einer von denen. So, vorher waren die Stacheln schon so, dass es mir nichts mehr getan hat. Okay, das ist gut. Was mache ich denn jetzt hier? Was mache ich denn jetzt hier? Ich muss mich bewegen, weil sonst sneak ich ein. Wenn ich zu lange warte, sink ich während dem Kampf ein. Wie hart ist das, ne? Jetzt nicht im Ernst, dass der eine Fabian auf dem Kopf hat, oder? Ach komm. Nee, oder? Da hätte man auch denken können, dass da was nicht stimmt. Warum sollte er so herumfahren dann? Tue ich ja auch nicht. Schauen wir, was die Feuerblume bewirkt hier. Jo, perfekt. Das hat gut geholfen hier. So, jetzt würde ich gerne Fabian wieder haben hier. Aber die Karte hätte ich auch gern von dem Pocky. Fabian wurde schwarz vor Augen. Es hat sogar geklappt. Mapfio. War denn Lof? Ich weiß noch, dass ich in dieses Loch gefallen bin und dann. Warte mal. Eine Sekunde. P
Boah, danke Mario. Ich hoffe, du bist nicht in Panik geraten, als ich unter dem ganzen Sand begraben war. Ich war niemals wirklich in Gefahr. Nur einen trockenen Mund habe ich bekommen. Was für ein Mund, bitte. Jetzt geht's mir jedenfalls wieder besser, also lasst uns den Weg finden, wie wir hier wieder hochkommen. Das ist geil hier. Gefällt mir. So, so haben wir so ein paar Items wieder. So ein paar Karten nutzen. Ach, hier. Hier wollte ich hin. So, ist es das Rohr, wo da oben zu dem farblosen Stein führt, oder wie sehe ich das jetzt? Bin ich mal gespannt, was passiert. Oh. Oh ja, da ist ein Fels im Weg. Vorsicht, dass du dir nicht den Kopf anschlägst. Schon passiert. Schon passiert. Hier muss ich. Ah, den Fels muss ich hier ausschneiden, okay. Hey. Gut, dann machen wir das mal. Ich hoffe, ich muss nichts einsetzen, weil ich wüsste diesmal nicht was. Aber ich glaube nicht, dass man was einsetzen muss, weil sonst würde man hier nicht mehr rauskommen, also von dem her. So, gut. Gehen wir jetzt hier hoch. So gut, hier ist auch noch was Weißes. Habe ich gedacht, ist aber nicht so. So. Gut. Machen wir alles auf hier. Dann weiß ich ja nie. So, jetzt mal schauen. Jetzt stimmt's wieder. Okay, ist nur gelbe Farbe. Okay, die lästigen Viecher hier. Ach, na klar. Und da kommt sogar alleine. Das wundert mich jetzt. Das kann ich ehrlich sagen. Ich probiere es mal mit dem Doppelhammer hier. Ich hoffe, das reicht. Das sieht mal gut aus. Oh, gibt einen Haufen gelbe Farbe. Das ist gut. Alles hier. So, hier sind farblose Flecken. Gut. Ah, da hinten ist auch noch einer. Wenn wir schon mal hier sind.
Dann machen wir das auch. Jo, Hammer ist immer sehr effektiv. Ui, ist ja fast runtergefallen. Gut. War es hier eigentlich auch schon, glaube ich. Es liegt der tote, faule Hund da oben. Liegt er in seinem Sonnenschirm drin. Sieh nur, der Gastroguru ist ja wirklich hier unten. Aber ihm scheint es ganz gut zu gehen. Mario, du kommst gerade recht, ich bin's, der Gastroguru von der Bistroase. Hier gibt's viel zu viele Pokés. Aber komm ruhig rüber und ruh dich auch ein bisschen aus, okay? Das könnte man hier als Wohlfühl-Entspann-Ding, könnte man es hier eigentlich verkaufen. Aber ja, zu viele Pokés hier. Oh hey! Hast du eine Reservierung für mein ganz privates Sonnenschirmstudio? Ach, ich mach doch nur Witze. Kann sich hier gerne etwas ausruhen. Hier ist Platz für zwei. Hey, drei sind einer zu viel. Sieh nur, was du angerichtet hast. Ich berühre noch nicht einmal etwas. Okay. Ich hoffe, es kommen alle drei. Nein, leider nicht. So, was nehmen wir? Doppelhammer ist mir jetzt eigentlich gerade etwas zu schade. Und warum sortiert das meine Items nicht richtig? Jo, da war ich etwas zu langsam jetzt. Also ich sehe wirklich, ich muss nachher Hämmer kaufen gehen. Einfache Hämmer. Vielen Dank auch oder so. Ich meine, ich habe ja nur ganz friedlich hier gelegen und meine Ruhe genossen. Aber danke dafür, dass du mich gerettet und alles ruiniert hast. Was soll's? Mir wurde es eh schon zu langweilig. Ich sollte zurückkehren und sehen, wie es der Bistrohase steht. Willst du mitkommen? Den Schlüssel habe ich gleich hier. Den lasse ich doch nicht aus den Augen. Du stehst auf der Warteliste, oder? Und musst dich nur noch ein paar Jahre gedulden? Nun, ich habe ein Angebot für dich. Du hilfst mir aus dieser Höhle hinaus und ich gebe dir sofort einen Tisch. Das ist die super extra Vorzugsbehandlung. Niemand bekommt am gleichen Tag noch einen Tisch in der Bistrohase. Niemand, außer dir. Du bekommst sogar einen erstklassigen Tisch gleich neben unserem schicken Leuchtstern. Also bist du dabei? Mario, wenn wir ihn zurück an die Oberfläche bringen, zeigt uns den Farbstern. Außerdem hat er den Schlüssel zur Bistrohase. Also sollten wir ihm helfen. Hör auf den Farbeimer, wir können uns gegenseitig helfen. Einen Farbfleck habe ich vergessen, wo? Wo habe ich den Farbfleck vergessen? Ach hier! Ja, wie bekomme ich den? Okay, hab's verstanden. Blöde Viecher. Na, jetzt sind sie wenigstens mal so zweit hier. Aber das wird denen nichts bringen, denn ich habe eine Feuerblume. Nein, das ist eine Eisblume, scheiße. Mal sehen, wie sie auf eine Eisblume reagieren.
Jo, für zwei reicht's gerade noch. Ach komm, da kommt wohl nicht weg. So, ist eh nur einer gut. So, was nehmen wir? Nehmen wir den hier. Also, fett gern gefärbt, ja, hier. Aber ich glaube sogar, es ist ein bisschen doof jetzt, weil... Das heißt, ich muss jetzt hoch, damit ich wieder runter kann. Weil... mal schauen. Boah, lasst mich in Ruhe, scheiß Vieh. Euch habe ich gar keinen Bock. So gut. Wow, eine Pilzkarte, eine grüne. Die ist Gold wert. Ja, das kann's doch nicht sein, hä? Jetzt hat's mich nach unten, nach rechts gedrückt, weil sich das Ding gedreht hat. Und was will Kamek von mir? Er hat immer wieder alle Karten. Nein, ich sehe sie nur nicht. Boah, komm. Nehme die Karte und die Karte. Ich sehe sie nicht mehr. Ja, zwei große Eisensprünge. Naja. Das ist immer etwas gemein. Und nochmal hoch. Ja, Kamek ist ein bisschen lästig. Genau damals wie Kami Cooper im... Was ja auch ein Kamek ist im Prinzip. Aus Paper Mario 1, so 64. So... Ein bisschen umschauen mal hier. Hier drüben ist nichts. Hier drüben gibt es etwas. Da geht's hoch. Eine Röhre. Wo geht die hin? Darüber vermutlich. Schauen wir uns mal an. Okay. Die führt gar nirgends hin. Vermutlich, weil das... Okay. Vermutlich, weil das Rohr hier farblos ist. Jetzt mal langsam, ich werde jetzt ganz sicher nicht über die kleinen rutschigen Röhren gehen. Ich bin allergisch auf Pockys. Wenn ich einem zu nahe komme, schrumpfen meine Beine und mein Kopf schwillt an. Also so wie es auch schon. Ich warte einfach hier auf dich, in Ordnung. Du kannst dich ja mit sowas aus. Ah, scheiße. Das war gefailt ohne Ende. Ah, komm, es geht. Das ist Behinderte.
Aber hier unten gibt es sonst keine Flecken mehr, wie ich das sehe, oder? Nein, nach da oben. Komm, wo kommen diese dämlichen Dinger? Ach komm, ey, es ist doch behindert. Was machen denn die hier? Ich springe genau so, wie wo ich gerade stehe. Wie neben dem Block. Ach so, da. Aber klar, nur gedacht, das ist Licht. Da, hier. Ja, danke dir, Babsi. Ach komm. Die vier nerven mich ohne Ende. Mein Problem ist, ich habe keine schlechten Items mehr aktuell. Und ich muss jetzt einfach mal schnell reagieren hier. Dass Mario nicht untergeht. Ja, hilft jetzt eigentlich eh nichts. Ich muss diese Karte hier nehmen. Hey! Springen doch genauso, wie sie es gerade wollen, ohne Witz. Kann es doch nicht sein, hey. Jetzt tun sie es plötzlich nicht mehr, komisch. Ah, okay, es war jetzt gepusht von mir. Gekonnt gepusht, muss man sagen, natürlich. Aber einen Fleck weniger. Und hier ist ja auch noch ein Fleck, habe ich gar nicht gesehen vorher. So, jetzt schauen wir mal, ob es funktioniert. Ja, sieht nach einer Abkürzung aus. Bla 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 bla. Probieren wir es mal. Okay. Was mit Farbe schlagen? Hab ich hier was vergessen? Ach, hier! Meine Fresse, das sieht doch kein Mensch. Ich meine, klar, dass da was sein musste, weil es nicht weiter ging, aber trotzdem sieht doch niemand. Vor allem der dämliche Pilz. Dann schauen wir mal, wo wir jetzt stecken bleiben. Jo, rausgeschossen.
Kannst du jetzt vielleicht in die Röhre steigen? Wir warten auf dich. Oh ja, so macht man das mit den Röhren. Ganz locker durchgerutscht. Die Scheige ist überall warm, hey, ist unglaublich. So, hier ist noch ein Fleck, da ist noch ein Fleck, überall sind Flecken, 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 Flecken. So, Beihand. Und weiter geht's. Das verdächtig hier. Ach, wusste doch. Eine Zitrone. Aber was in dem einen Rohr anders als im anderen Rohr? Nein, die ist eingefärbt. Langsam wirklich zurück in die Bistroase, ja, ich weiß. Boah, lass mich da springen, Alter. Ja, der ist so nah bei einem, wenn man Schwappen springen will, spricht man mit dem. Geht natürlich nicht, weil weiß. Aber müssten wir hier so hochkommen? Achso, nee, es geht nicht. Ich hätte nämlich gesagt, dass wir von hier aus hier rüberspringen müssen, aber es geht ja auch nicht. Was machen wir hier? Wo war ein Fleck? Im anderen Raum. Hier meinst du, oder was? Oder was meinst du? Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, wo du meinst. So, zurück, okay. Ach, hier! Okay, ja, wie komme ich denn? Ach komm, ich spring wieder in das Scheißding rein. So. Schauen wir mal, was der Hammer ausmacht. Okay. Muss vermutlich mit dem Hammer hin. Weil es erklärt immer noch trotzdem nicht, wie ich dann weiterkomme. Im anderen Raum.
Ja, du wirst nicht auf den Röhren marschieren, das habe ich auch schon begriffen, mein Freund. Ja, komm! Der springt, muss natürlich genau springen, wenn ich komme, oder? Ah, okay. Ja, aber die Frage bleibt halt immer noch, wie komme ich jetzt im nächsten Raum weiter? Dann speichern wir hier mal kurz.